Okay. Wir drücken einfach mal neues Spiel. Ah, den Bildschirm meine ich. Den Bildschirm meine ich. Das habe ich noch gemacht. Da habe ich, glaube ich, alles so gelassen, wie es war. Leistungsmodus auf Grafik oder Dingens? Bildfrequenz wusste ich nicht. Aber lieber mehr FPS. Das habe ich auch nicht gecheckt. Story-Focus, Action-Focus. Ach, das Schwierigkeitsgrad, ne? Nehme ich an. Beginne das Spiel mit der Standardausrüstung. Und für Spiel mit Action-Spiel. Bin ich vertraut? Ja. Mach das, Kadi, da wo du hingehörst. Ich meine natürlich, viel Spaß, Kadi. Viel Spaß. Wir machen mal den Action-Modus. In den Chroniken des Moss steht geschrieben. Hallo, Shoro. Dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Hallo Yukumi, ja, mir geht's besser. Wie geht's dir, Yukumi und Shoro? Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Die Lautstärke für euch in Ordnung? Feuerball? Oh, ich kann spammen? Nee. Doch, kann ich. Nimm das! Oh, wir können auch ausweichen. Ah, okay. Wir einfach gegen ihn kämpfen. Nice, sind wir ausgewichen? Okay, das ist echt episch. Nein, ich bin ausgewichen! Der arme Phönix. Ich wäre lieber ein Phönix. Oje. Und moin, Kirito. Geht ja, Yukumi. Gibt's Neuigkeiten? So, ich passe hier auf jeden Fall ein bisschen auf. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Keine Ahnung, warum ich immer so Probleme habe mit der Lautstärke von PlayStation 5. Aber nicht, dass euch gleich die Kämpfe weghauen, weil das Intro war ja, glaube ich, laut genug.
Ja, auf geht's. Ich weiß gar nicht, wie wir heißen. Das sieht aus wie so ein Felix. Nicht so, ja, ist doch nicht meins. Ich spiele lieber ein bisschen Genshin Impact. Ach, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. So, von der Lautstärke geht's in Ordnung? Bewegung, Wyvern! Kann ich die nicht nur anpassen, die Lautstärke? Ja, Moment, Moment. Hier, Gesamtlautstärke. Warum nicht gleich? Okay. Eigentlich heißt du Clive, okay. Nee, wir heißen Wyvern. Okay. Kamerabewegung ist klar. Das Hauptmenü drücke. Ah, da waren wir gerade schon. Diverse Einstellungen zur Unterdienkamera. System können geändert werden. Okay. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Naja. Mich soll man ja auch noch verstehen. Verdammt. Bewegung. Neige L leicht, um zu gehen. Achso, das ist gehen und. Ah, okay. Hä, wo ist er hin? Oh, Krieg. Da kämpfen jetzt die gerne Abyss machen, gegen die nicht gerne Abyss machen. Und man sieht sofort, wer gerne Abyss macht. Nice, blutig. Uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Grafik ist auf jeden Fall Hammer. Oha, wer ist sie denn? Ich mag das Spiel. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Almekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben.
Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir... Ah, jetzt kann ich es aber nicht machen. ...diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Großkotz. Benedikta. Soll nicht nichts vergeben. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Irgendwas führt ihm Schilde. Ganz schönes Chaos. Unsere Chance. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Ja, aber nein, Jule, sie ist nicht so eine. Natürlich, nee. So, warte. Tutorial-Nachricht, Lizenz, Titelbildschirm. Titelbildschirm und Sprechernamen. Ah. Okay. Wow, Gondor. Und grüß dich, Loki. Hallo, wie geht's dir? Genau, das behaupten sie immer. So. Ich sehe mich hier trotzdem um. Auch wenn ich nicht weiß, ob es Truhen gibt oder nicht. Wir können auch schon springen. Nice. Ah, sollen wir jetzt sogar? Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Zumindest besser. Warten wir. Auf ihn hier. Mal wieder. Sorry. Los, geh vor. Halt. Spürt ihr das auch? Bisher wirklich sehr episch. Und nein, Loki, keine Sorge, die kommen irgendwann noch weg.
Wasserschweifern, los! Ja. Uff. Nein, spring doch! Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier lang, oder was? Noch tiefer kann ich ja nicht sinken, oder? Oder? Ich beeile mich aber mal. Ich hoffe, das ist richtig. Nehmen wir den Weg hier oben. Geht aber leider nicht. Ja! Ist Biast tot? Wyvern! Wyvern! Wir haben doch gesagt, wir sollen aufpassen. Reiß dich zusammen! Wir sind noch nicht fertig! Ivan. Okay, das war nur ein Kosename. Wahrheit heißt er Joshua. Oder Joshua. Und wir sind Clive. Das sind doch nicht auch wir. Vor 13 Jahren, oh mein Gott. Wir haben uns auf jeden Fall positiv entwickelt. Gibst du auf? Tja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. Dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Ich auch. Jetzt kriege ich nichts erklärt. Von vorn an. Komm. Doch, zeig, oder? Was du kannst. So, Nahkampfangriffe. Drücke Viereck für einen Nahkampfangriff. Bis zu 4 Nahkampfangriffe lassen sich in einer Kombination verketten. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Drücke Dreieck, um Feuer zu wirken. Mit diesem magischen Geschoss lassen sich auch entfernte Gegner treffen. Okay, wie Feuerbälle. Exzellent. Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug.
Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield! R1, um den gegnerischen Angriff auszuweichen. Weiche Angriff im perfekten Moment aus. Oh, ich liebe Bullet-Time-Effekte. Aus, um den Gegnern zu verlangsamen und ihnen so kurzzeitig Anfänger für einen Konterangriff zu machen. Perfekten Augenblick. Okay, mit vier. Okay. Aber R1 einfach nur ausweichen. Oh, ich wünschte, ich wäre noch so flink wie du. Mhm. Der Sommer habe ich mir um mich dran. Na, das war zu schnell. Nice. Das ist cool. Gut. Merk dir, Clive. Verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Nun, ich warte. Ersetze dreimal den Phönixflug ein. Clive wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esperkräften gesegnet, die ihm Manöver wie den Phönixflug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich im Augenblick entfernten Ziel zu nähern. Während des Phönixflugs können sowohl mit Viereck, Nahkampfangriff oder mit Dreieck magischer Schuss eingesetzt werden. Und moin Keks, guten Abend. Dankeschön für dein Giftstab an Steffi. Dankeschön. Wie geht's dir? Gut. Presche vor und überrasche den Gegner. Nice. Fühlt sich cool an bisher. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg im Kampf nicht zu fallen. Wochenende, ja. Genießt das Wochenende heute, by the way. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Mhm. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Versorge deine Wunden. LP wiederherstellen. Okay, wir haben da Potion, High Potion. Okay. Wunden, Tonika, bla bla bla. Ordne die Richtungstasten. Helfen, indem zügig Änderung, Hauptmenü, Gegenstand vorgenommen werden. Okay. Müssen wir immer ändern. Wir haben also nur 3 Slots, wie es aussieht. Nehmen wir mal nur einen Heiltrank. Na, ich muss 2 nehmen. Sehr gut. Lass dich während deines Kampfes niemals ablenken. Überleben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Wie geht's Remi-Keks? Und was macht die HSR so? Jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest... Können wir jetzt nur so ein bisschen so kämpfen? Genug geübt. Nein. Ah, doch, Prüfung. Zeit für deine Prüfung. Ja. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Okay. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Bricht den Kampfgeist des Gegners. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Treffer, um seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Nutze diese Gelegenheit, um ihm gezielt großen Schaden zuzufügen. Los! Diesmal kriegst du ihn! Du schaffst das, Clive! Scheint das ernst zu sein. Weiter so, Clive. Oh shit, ich wollte Kreis zum Ausweichen nutzen. Gebrochener Kampfgeist.
Kommandant Murdochs Willenskraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2-Viereck, um mit Lohnschwingen anzugreifen. Eine mächtige Expar-Fähigkeit, die kleift durch den Segen des Phönix gewährt. Okay. Hat aber eine Cooldown. Ich sehe die Cooldowns unten jetzt erst. Du übertriffst meine Erwartungen. Dann muss ich mich hier nicht länger zurückhalten. Los, Clive! Weiter nach vorn! Gleich geschafft! Ich glaube an dich! Du lernst wirklich verdammt. Easy. Nee, der Sound kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, niemals ablenken. Okay. Haben wir gut gemacht. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Also Kampfsystem fühlt sich erstmal richtig geil an. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Danach will ich doch gar kein Crisis Core mehr zocken. Ja, es geht echt gut. Sieht auch episch aus. Joshua. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum. Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Vater ist da. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Habt Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Warum bevorzugt sie den Bengel so sehr? Und die anderen nicht? Lord Murdoch? Jawohl. Ja, das frage ich mich nur selber gerade. Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Ach, weil er der Phönix ist. Hat man ja aus dem Trailer gesehen. Gehen wir, Jill. Ich habe auch zwei Lieblingskinder. Also ich behandelte, würde da alle gleich behandeln. Würde mal sagen, der eine und der dicke. Nein, irgendwie ging der Witz anders. Chocobo. Ja, aus dem, ich bin voll der Final Fantasy-Spieler geworden. Vor einem Jahr hätte ich das alles gar nicht gewusst hier. Der Vater ist doch noch am Leben.
Guck mal, was du aus mir gemacht hast. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Leise, Torgal. Aufhören. Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde! Der Vater scheint cool zu sein. Nicht so wie die Hexenmutter. Torgal! Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Morgengrauen und Abendbrot. Twilight? Finde den Weg. Nicht sicher, wo du hin musst. Halte L3 gedrückt, um dir die Richtung weisen zu lassen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird dir zudem mit einem roten Symbol angezeigt. In der Hilfe. Ist alles in Ordnung? Was? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Also grafisch sieht das schon krass aus, ne? Schokobo-Pfleger. Wir müssen wahrscheinlich ins Schloss. Was haben wir hier? Gegenstände finden. Oder Gegenstände. Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. An funkelnden Punkten am Boden kannst du Gegenstände finden. Was genau du gefunden hast, kannst du unter dem Reiter Gegenstände Hauptmenü sehen. Was? Sieht man nicht so? Aha, halt dran, ich wollte schon sagen. Als ob ich das nur im Menü sehen kann. Gucken wir uns mal das Menü generell an. Unter dem Reiter Status findet sich ein umfassender Überblick über Clives derzeitige Stufe, Attribute, Fertigkeiten und Ausrüstung. Wir haben ein Schwert, ein Gurt. Stufe 5 sind wir. Fertigkeitspunkte, Gil. Und die Gruppe unten rechts, das sieht ja lustig aus. Können hier sogar die einzeln alles wählen. LP, okay, Schutz, Wille. Gehör, da wird das Kampfgeist gegen gebrochen werden. Ah, okay. Wir haben auch einen Kampfgeist-Balken, oder was? Mhm. Fertigkeitspunkt Gil, Gruppe, ja. Okay. Achso, wir können aber sonst nicht ab mit L2. Ah. Gegenstände. Über den Reiter Gegenstände können alle ausrüstbaren Gegenstände im Inventar eingesehen werden. Einschließlich derer, die eine wichtige Rolle bei Aufträgen spielen. Mittel wie Heiltränke oder Tonika können von hier direkt benutzt werden. Schnellmenü zugewiesen werden, damit wir die im Kampf auf oben, links, Mitte. Mitte aus, drücke 4, um das Schnellmenü zu öffnen. Okay. Zum Beispiel könnte man das und dann könnte man das hier hinzufügen. Ist aber schon. Okay, und da steht sogar die Anzahl, wie viele wir besitzen. Mhm. Abzeichen der Schilde. Mhm. Hier sind unsere Missionen. Haben wir bisher nur eine. Wobei, Nebenmissionen.
Aber das sind erledigte, abgeschlossene. Okay, Hauptmission. Dann haben wir noch Ausrüstung und Esper. Ausrüstung Esper kann Clive sowohl mit Waffen als auch Ausrüstung Esper ausgestattet werden. Ja, Waffe, Gurt, das finde ich cool. Und Armreif, diesmal separat. Und ein Amulett. Nicht, dass man jemandem 4 Amulette geben kann, sondern wirklich das Passende dazu. Das finde ich wirklich gut. Gibt es dann auch noch eine Set-Kombination oder so? Haben wir alles nicht, oder? Ausgerüstet? Doch, haben wir. Lol. Warte mal, warum habe ich das nicht bei Gegenständen gesehen? Okay. Sieht man da wohl doch nicht. Bei Waffen haben wir 1. Hier haben wir 1. Ach, Armreif hatten wir keins. Wir haben aber ein... Hier haben wir dann auch was. Ach, wir haben Auswahl von 4, aber die bringen nicht. Er weicht vermeintbare Angriffe automatisch aus, solange der Ring angelegt ist. Okay, wir haben mehrere Ringe. Beziehungsweise nur 4. Ich sehe es gerade. Verlangsamt die Zeit. Gegen den Treffer. Verwendet bei Untersuchung eines Heiltranks, solange der Ring angelegt ist. Nehmen wir das erste. Das klingt besser. Nur haben wir schon mal 3 Ringe ausgerüstet. Und System. Okay. Gegen ihn sind diese Barbaren machtlos. Vielleicht finden wir noch ein paar Sachen. Können wir hier hauen? Oder schießen? Auch nicht, nein. Okay, das war anzeigen lassen. Drück mal das Touchpad. Gedrückt halten. Compendium. Halte gedrückt, um das Compendium aufzurufen. Eine Zusammenstellung diverser Informationen, die für Clive zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wichtig sind. Das Compendium steht während fast allen Zwischensequenzen zur Verfügung. Und sie können später nochmal einmal angesehen werden. Aktueller Standort, das ist der Vater, der Hund und Jill, unsere zukünftige. Das ist auch interessant, ja. Und dann gibt es noch ein paar Infos über sie, ja. Über diejenigen. Oh, ich wollte noch gar nicht. Ja, das ist interessant, das ist interessant. Hier, bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Moin, Aneria. Das ist nicht nötig. Wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Und Lorraine, moin. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Los! Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran. Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Der Arme. Ich wäre auch so einer. Ich würde sagen, ey, können wir uns nicht einfach duzen, Bro? Fehler passieren, du bist auch nur ein Mensch. Auf mich zu behandeln wie Mensch erster Klasse. Achso, soll ich die Ringe wieder abnehmen, sie dann? Und soweit ganz gut, Lanera, soweit ganz gut. Wir zocken hier gerade die Beta. Demo. Und ja.
Und ja, bitte, Kali. Bellatrix, du Hexe. Gibt es zwei Wege rein? Ja, wir hätten auch hier reinkommen. Aber hier sieht es sonst nicht aus, als wäre noch was zum Sammeln da, ne? Okay. Dann gehen wir da entlang. Oh, da oben ist doch noch was. Ich sehe es gerade. Möglicherweise ein Speicherpunkt? Wobei, wir können überall speichern. Sie bereiten das Abendessen vor. Da hat wohl jemand Hunger. Können wir wohl noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Ja, auf jeden Fall spielen wir so, wie ich möchte. Sonst hätte ich ja schon jeden anquatschen müssen so. Soweit schon, Kadi. Ich bin noch neugierig. Ich will noch mehr. Da ist Joshua. Jetzt gerade. Ach, der hat dann unterschiedliche Elemente, die Esper den bestimmten Kriegern gegeben haben. Wir also Feuer vom Phönix. Joshuas Wohlbefinden hat euch wichtiger zu sein als euer eigenes. Habt ihr verstanden? Ja, euer Gnaden. Aber, ach so, nee, wenn die Ringe das vereinfachen, habe ich das einfach nicht richtig gelesen. Ermöglicht das Ausführen komplexer Kombinationen durch einfaches Drücken von... Ah, das ist voll die Hilfe, sagst du? Kann man das wieder... Hin? Wie kann ich das denn wieder wegmachen? Kann ich nicht mehr wegmachen. Ah, da ablegen. Da stand das da nicht. Oh je. Ach, Mann. Jetzt mal wieder auf Plazy-Steuerung hier. Gewöhnen. Leider nichts für mich. Ja, ich bin auch gespannt. Erster Eindruck ist auf jeden Fall, was heißt positiv? Ich kenne halt bisher nur Final Fantasy VII Remake mit DLC und jetzt Crisis Core. Andere Teile habe ich bisher nicht gespielt. Das gefällt mir aber bisher. Mit voller Kraft manche Tore öffnen, hebeln, bestätigen. Blutig. Ja, naja, ist halt Mittelalter, ne? Wo ist eigentlich der Sklave von gerade? Er soll mal meine Schuhe putzen. Hopp, hopp. Viel Glück. Ich bin gespannt. Also an sich habe ich nichts gegen Blutig. Ich meine, ich wollte Dead Island 2 zocken. Und Zombies abschlachten. Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Aber was war GOT-Nummer? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert.
Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönixtor, wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Machen wir es, Sir. Ich meine, Vater. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Oder Majestät. Das wäre alles. Der sieht aber gerade aus, so ein bisschen aus wie Kea. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Fehlt nur noch Pelz an den Schultern. Eieiei. Oh, Nanere, oh je. Und hallo Vegas, grüß dich. Ey, blutig ist eigentlich cool. Ist das gut oder schlecht? Naja. Also wie gesagt, der Erwachsene hat mir mehr gefallen vom Aussehen. Der sieht, ist halt noch 15, hast du gesagt, ne? Er sieht halt wirklich aus wie ein Kind. Also das haben sie natürlich zutreffend gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass er scheiße aussieht. Das geht hier gerade nur um meinen persönlichen Geschmack. Aber als Kind haben sie ihn natürlich super getroffen. Oder als zukünftiger Barbar. Krieger, wie auch immer. Wir müssen hoch. Ziehe dich in dein Gemach zu. Okay. Okay, wahrscheinlich nicht. Aber hier ist auch nicht großartig viel sonst zum Einsammeln gewesen, nehme ich an. Ne? Wir können wieder hier einmal drauf drücken oder gedrückt halten. Aha. Krass, hat sich alles schon wieder verändert. Okay, dann gehen wir mal rein. Willkommen zurück, Milord. Danke. Grüß dich. Wie geht's dir? Und willkommen auf meinem Kanal. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönixtor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Throns. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Arwen! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz das gefällt dir so gar nicht, ne? 15 Jahre. Ist er ein fähiger Soldat
und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. Boah, was eine Schlampe. So wie ich, mein Herz. Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Clive etwa? Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Elvin, du hast Bock, aber steh dem bei. Nice. Richtig so. Lass dich nicht verführen. Gute Nacht. Ehrenmann. Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Kommen Sie nicht mit, Jill? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Metia beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Also grafisch ist echt Hammer, ne? Es geht bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Leider nein. Nein. Der nächste Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder, Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix. Los, wir haben sie. Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. 12, okay, ja. Ein bisschen wärmen kann man machen. Ohne Hintergedanken natürlich. Ich meine, wir sind ja auch erst 15. Ihr war halt kalt oder die Jacke anbieten, ne? So, ich bin gespannt. Unsere Reise geht gleich los. Mit Joshua, den wir zum Phönix-Teichsee bringen müssen. Für ein Ritual. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Wäre ich aber auch gerne gegangen. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's.
viel Glück! Freunde, wir reiten zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Lord Rosfield, erlaubt mir, euer Reittier zum Phönixtor zu bringen. Danke. Wir sind bereit, Milord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Wie ihr befehlt. Brechen wir auf. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Auf der Weltkarte werden dir alle Orte angezeigt, die per Schnellreise erreicht werden können. Stillwind. Es war einmal da halten. In der Stimme und Gelächter durch die Stillwandmarsch. Jetzt liegen die Siedlungen verlassen da und die einzigen Geräusche an diesem trostlosen Ort sind die Schreie der Bestien, die sich auf der Flucht vor der Fäule in den Sumpf einnisten. Okay, wir haben nur die Möglichkeit, hier hinzugehen. Wir können natürlich auch zentrieren, wo wir sind. Wir können auch. Ja, wir können uns auch hierhin bewegen. Wir reisen mal. Schon gleich wieder die Steuerung vergessen. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden Acht. Ja, aber nicht nur den. Versunken im Nebel. Also bisher richtig gut. Auch die Story in die Geschichte. Zeitige Hilfsaccessoires. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probier doch eins. Okay, jetzt kommen die Ringe. Ja. Okay. Die reagieren für mich aufs Ausweichmanöver. Wir haben sie jetzt wieder abgenommen, weil wir es erstmal ohne probieren natürlich, ne? Ich glaube, wir es gehen. Dadurch, dass ich ein bisschen krank bin, habe ich nicht viel schlafen können die letzten Nächte. Okay, ich dachte, vielleicht kommt hier schon was rausgesprungen. Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Kommen wir hier hoch? Die Fäule hat alle vertrieben. Müssen wir echt durchs Wasser? Ja, müssen wir. Okay, ich dachte wegen Sumpf. Hat keine Lust, dass was runterkommt. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Ah, da hinten. Okay, ich habe mich gefragt, ob man das deutlich sieht, wenn irgendwo was liegt. Und, ja. Hier liegt was. Oh, das sammelt er automatisch auf. 2 Gil. Da sind 2 Schmetterlinge. Hier ist eine Sackgasse. Trotzdem sehen wir uns um.
Oh, da sind Kobolde. Ich habe einen gesehen. Oder Donald Duck. Ich weiß noch nicht. Nee, das ist nicht Donald. Ach, das... Die Gesichter kommen mir doch bekannt vor. Meine Mods! Drücke Dreieck nach einem Treffer. Was? Magie-Kombo, achso. Drücke Dreieck nach einem Treffer mit Viereck, um eine magische Explosion auszulösen. Die Willenskraft, okay. Hast du? Nö. Ihr zwei und Kadi. Ja, ich weiß, dass du mir einen Screenshot geschickt hast. Und grüß dich, Kesu. Der Gollum wird auf jeden Fall besser sehen, wie in dem neuen Gollum-Spiel. Okay, ich hab's nicht ganz verstanden. Dreieck und dann direkt Dingens. Für eine Explosion. Erstmal nochmal Steuerung klarkommen. Okay, wir haben hier angreifen. Wir haben R2 und können dann den Lohe-Schwingen machen. Geil. Mit einer Abklingzeit. Wir können Kreis mit Dreieck kombinieren. Und wir können Kreis mit Viereck kombinieren. Können wir auch irgendwie Sprung und was machen? Ja, können wir auch einen Flug machen. Aber wir können dann keine weiteren Kombo mehr ausführen. Okay. Okay. Nur mal kurz nochmal alles durchgegangen. Können wir Kisten kaputt machen? Nee, ne? Okay, super. Und hier war ausweichen. Von da kommen wir. Und anvisieren war L1. Gehen wir mal hier runter. Wir sehen uns natürlich erstmal um, bevor wir da weitergehen. Nicht gerade einladend. Vorsicht. Wobei, das scheint der offizielle Weg zu sein. Deswegen gucken wir erst hier. Und dahinter hat auch was gefunkelt, also ist hier Loot, Gaia und Matti wieder am Start und findet selbstverständlich jedes Versteck und jede Medizin. Lustigerweise, als ich mir meine Medizin holen wollte, hat die Apotheke bei uns, ich weiß nicht, ob bei euch auch, aber dort deutschlandweit, haben wir uns auf jeden Fall gestreikt. Ja, da musste man erstmal zu einer Notfallapotheke fahren. Das hatte Jamila für mich übernommen. Und sie stand dann 2 Stunden in der prallen Sonne für Medikamente. Da sind noch mehr. Wie viele sind das denn? Nice. Heute berühre die funkelnden Punkte. Ah, okay. Okay. Ah. So, gut, okay. Obwohl du nicht mal so eine PS5 hast, uff. Ist so, Kali, ne? Schlimm. Ja, hier ist wieder ein Material. Oder Loot. Ja, so Kampf gegen mehrere ist natürlich schwierig, sich dann umzusehen. Weil der Kamera wechselt auch ganz schnell wieder den Fokus dahin, wo man gerade angreift. Heiltrank. Haben wir jetzt auf jeden Fall genug von. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Hier geht es wohl weiter wegen den Schmetterlingen. Gucken wir erstmal noch hier rein. Auch wenn ich nicht mehr denke, dass da noch was ist. Wobei, oben vielleicht?
Ihr guck. Sehr schön, sehr schön. Ja, auf mit uns. Hier sind weitere Gegner. Können wir bedenkenlos runterspringen? Passt auf, Milord. Einige davon sind Spruchweber. Siehst gerade. Wie kann man denn von einem Anvisierten weggehen? Sehr geil, sehr geil. Clean. Hier ist noch was. Ich sag doch, Schnüffelhund Muddy. Ach so, das ist der offizielle Weg. Dann gehe ich erstmal den anderen Weg. Ah, da ist auch noch was. Guck. Habt ihr bestimmt alle übersehen, ne? Nice. Inventar voll. Alter, automatisch verwendet. Guck mich zum an. Ein Zeichen dafür, dass ich guter Spieler bin. Springt automatisch, okay. So, jetzt kommt der Babbo. Ich spüre es. Und schaltet erstmal meine zwei Hilfe aus, sodass ich alleine da stehe. Wenn ich krank bin. Diese Ratten. Das ist eine Falle. Milord, ich überlege. Du, wenn du krank bist. Wenn du wieder irgendeine hier Zyste hast oder so. Der Anführer. Aber zuerst knöpfen wir uns eine Horde vor. Oh shit. Erledigen wir das Pack. Nichts lieber als das. Das ist alles? Wo kommt der jetzt her? Oder was? Auf die Füße mit dir! Greift an! Ich dachte, der auf dem Dach. Bei größeren Gegnern sollst du vorsichtig sein. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit ihren Fähigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um diese Gegner nicht nur beträchtlichen Schaden zuzufügen, sondern auch ihre Willenskraft zunichte zu machen. Okay. Wenn ich gesund bin, ja. Dankeschön. Habe ich verstanden. Weil ich nett bin. Ich konnte halt nicht. Oh, scheiße. Falsche Taste zum Dodgen. Passt auf, wenn er wieder zum Schlag ausholt. Versteht sich von selbst. Ja. Okay. Versteht sich wirklich von selbst. Wow, der haut schnell zu. Oh.
Nice. Aus dem Gleichgewicht. Wenn die gelbe Willenskraftleiste eines Jägers unter 50% sind, geringt er für kurze Zeit ins Schwanken. Was dir eine gute Gelegenheit bietet, ihn mit mehr schweren Attacken anzuwerfen. Oh, die habe ich gerade verwendet. Und hallo Bluebi, grüß dich. Bist du wieder fit? Ja, mehr oder weniger. Falsche Taste gedrückt. Nice. Schlag auf Schlag. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm zuständigen Schadensmultiplikator steigt kontinuierlich mit dem Angriff auf Maximum. Okay. Nein, schon wieder falsche Taste gedrückt. Uff. Boah, scheiße. Nein, 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 schon wieder falsch, Taste. Nice. Sehr schön. Puh. Und Bluebi, Dankeschön für 8 Monate. Erst 8 Monate, ja, mir kommt es auch schon vor, als wärst du ewig dabei. Ja, und Stufe 6. Na, am Anfang hat es kurz, naja, ausweichen ein bisschen gedauert. Ergebnisbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertung und die Beute angezeigt wird. Oh, okay. Erhältst du unterschiedliche Mengen an Gil? Okay, krass. Welche Bewertung war ich? Wir haben Hartlederarmreif bekommen. Wir haben noch keinen Armreif, dementsprechend ist das schon mal gut. Jetzt noch gegen ihn oder haut er jetzt einfach nur ab? Das war ja klar. Kämpf, du Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Mega. Ausrüstung und Fertigkeiten. Okay, jetzt. Fertigkeitspunkte. Erstmal wollte ich mir mal einen Armreif. Der gibt uns 10 mehr Rüstung. Fertigkeiten haben wir hier. Okay. Können diese jederzeit voll zurückgestattet werden. Okay, das ist schon mal cool. Symbol zeigt an, wie eigentlich die Fertigkeit dazu ist, Schaden anzurichten. Fertigkeit dazu ist... Mhm. Schilde zu brechen. Oh je. Das ist cool. Wie viel haben wir? 152. Und das ist das, was wir bereits gelernt haben, nehme ich an. Ja, und das kostet 500. Perfektes Ausweichen. Haben wir auch erlernt. Hier auch erlernt. Ach, das sind die neuen.
Magieladung. Hä, wir können uns doch hier alles leisten. Was? Ist natürlich erstmal viel. Auf einmal. Wir können hier echt fast alles nehmen. Alle feine Fans wissen, welcher Gegner jetzt kommt. Ernsthaft? Kommen gleich die Mods. Sind die noch schlimmer. Als man sie sich so vorstellt. Ich will nichts übersehen. Okay. Das war's. Das für dich. Was der? Ist ein typischer Allerhand-Main. Ah, Zeitwechsel. Ah, das ist auch vielleicht Zeitwechsel, ne? Hier diese 4-Kombo. Boah, da muss man die richtig konzentrieren. Wo will er hin? Vielleicht hat er genug von uns. Ich glaube nicht. What? Wir können es nicht dodgen! Gib ihm! Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes blau leuchtet, drücke 4, bevor die Zeit abläuft. Ah, okay. Geil.
Shit. Aua. Shit. Das kann man nicht ausweichen. Stand zu nah dran. Meine Hände tun schon weh. Ich bin das nicht gewohnt. Scheiße, falsche Taste. Der kommt gleich wieder hoch. 100 Pro. Filmisches Ausweichen, da bin ich schon. Okay, eins bevor die Zeit abläuft. Okay. Nice. Versetzt in den Todesstoß. Stinkfood. Oh no. Ich glaube, er ist sauer. Ausweichen und dann drauf. Oh shit, das habe ich nicht kommen sehen. Let's go! Haut da drauf! Wir haben ihn gleich. Go. Nice. Voll gut. Wie war meine Wertung? Waren wir gut? Das hat echt wehgetan. Definitiv Bahamut. Bisher schon. Mega, das hat auf jeden Fall direkt Bock auf mehr gemacht. Milord, danke. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolts hier? Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Mega. Die Quicktime-Events, ja. Wenn es nur so ein, zwei vereinzelt bleiben, muss man sich halt mal auch immer durchgehend konzentrieren.
Ich hoffe, ihr habt euch jetzt, falls euch im echten Leben sowas mal begegnet, habt ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen merken können, wie ihr dann handeln müsst, was ihr dann machen müsst, wie ihr am besten ausweichen könnt und so weiter und so fort. Geht's hier direkt weiter? Ist das noch in der Demo drin? Aber immer drauf da. Genau, mit Feuer am besten, ne? Okay. Wir machen nur eine kurze Pinkelpause. Geht nur etwas krass. Heftig, wir spielen ja schon über eine Stunde, deswegen. Wahnsinn. Wir müssen noch kurz pinkeln und danach geht's weiter. Wird immer düsterer. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Danke. Bin gespannt. Also bisher gefällt es mir mega. Besser als die Teile, die ich zuvor gespielt habe. Auch wenn man die vielleicht nicht vergleichen soll, kann, darf. Aber Gameplay gefällt mir sehr. Nein, hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt dem Morbol ins Maul. Ja. Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es. Das waren die besten 25 Cent meines Lebens für die Demo. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Das kennt der kleine Junge noch nicht. Nein, Vater. Bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ich weiß immer noch nicht, wer Dominus ist. Es wurde aber auch nicht erklärt. Oder was Dominus ist. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Da steht's ja. Und grüß dich, Anushka, wie geht's dir? Na, Kekse alle weg? Dominus, Frauen und Männer, denen die Macht einer Espa innen wohnt. Ah, also ist der Dominus der Phönix, auch wenn sie äußerlich nicht von gewöhnlichen Menschen zu unterscheiden sind. Ah, ein Dominus ist ein Mensch mit der Kraft einer Espa. Ich lese mal weiter. Können sie nicht nur ohne Kristallmagie wirken, sondern sich jederzeit in übermächtige Bestien verwandeln. Ah, jemand, der sich verwandeln kann. Die dazu in der Lage sind, ganze Lunch... Striche zu verwüsten. Für dieses Potenzial werden sie in fast alle Nationen respektiert, aber auch gefürchtet. Also Joshua ist ein Dominus, weil er sich in einen Phönix verwandeln kann, was man aus dem Trailer gesehen hat. Dass er auf geht da ein. Ja, ist doch gut, Anushka, ist doch gut. Mhm, sehr gut, sehr gut. Der Zweitgeborene des Großherzogs Elwin Rossfield. Herrscher Rosarias. Nach seinem Erwachen als Dominus des Phönix wurde er zum Thronerben erklärt. Er ist stolz und glücklich, seinen älteren Bruder, den er über alles liebt und bewundert, zum ersten Schild zu haben. Sein ärgster Feind, Möhren. Ha, Phantasia, Hallöchen. Phantasia, wie stehst du zu Möhren? Sind Möhren auch mehr so harte Brocken für dich, oder... machst du sie lieber weich und gar? Deswegen funktioniert das mal wie gefällt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich hilfreich. Die herzogliche Armee. Loyale Soldatenschaft.
Okay, das ist die Armee. Adlige Abstammung, Begabung, werden Schilder ausgebildet, ja. Hart und lang. Kadi mag harte und lange Möhren. Kadi. Raus aus meinem Kopf. Kadi. Das Phönixtor. Das ist die Festung, ne? Wo wir hin müssen. Eine Festung an der nordwestlichen Grenze Rosarias. In den Kriegen gegen die nördlichen Gebiete war sie ein wichtiger Außenposten zur Verteidigung. Tief unter der Festung verborgen liegt eine uralte Stätte, die sich für nur den Dominus des Feuers öffnet. Ah, deswegen muss Joshua unbedingt dahin. Hier werden die Riten der Ahnenkommunion durchgeführt. Eine Zeremonie von höchster Bedeutung, bei der der Auserwählte des Phönix seine herzoglichen Ahnen um Rat und Beistand anruft. Da bin ich gerade. Ah, okay, ich dachte, wir sind auf dem Weg dahin. Weich und gar, okay. Ich verstehe. Und dass der Pfarrer, gibt es über den noch was Interessantes? Der Regent des Großherzogs Rosaria und Vater Clives und Josuas. Da sein Vater, der letzte Dominus des Phönix, bei Elvins Geburt noch am Leben war, hatte er keine Kräfte vererbt bekommen und widmete sich dem Meister, der ehemalige Dominus, sprich sein Vater, noch die Kräfte hatte, da war Clive schon auf der Welt. Deswegen hat er die nicht geerbt, sondern Joshua, wie auch immer. Meister mit Schwertkunst und Studie der Staatskunst. Auf dass er eines Tages die Fähigkeiten besitzen würde, an der Spitze der Herzogen Truppen für seine Heimat zu kämpfen und regieren, bis der nächste Phönix bereit für den Thron wäre. Erfolgreich setzte er auch den stetigen Angriffen aus den nördlichen Gebieten ein Ende und verdient auch die Anerkennung seines Volkes. Aber macht Sinn, ein Phönix, das habe ich aus Harry Potter gelernt, steht aus seiner eigenen Asche wieder auf. Und vielleicht, jede Esper wird wahrscheinlich irgendwie wiederkommen, deswegen gibt es ja auch Ifrit noch und sowas. Oder immer wieder. Aber es wird bei einem Phönix halt passen. Wenn der eine stirbt, steht direkt ein neuer auf. Fällt mir gerade so ein. Du bist besonders, Joshua. Joshua, okay. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Ich dachte, Kali hat die wichtigste Pflicht. Die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Ach Jule, hör doch jetzt auf. Ich hoffe, das verstehst du. Okay, ich weiß. Wir lesen kann Mojan so trocken wieder. Ich, Kadi, nein, habe ich nicht. Meine Freunde, lauter! Hier wird mich keiner vermissen. Oh nein, der fühlt sich nicht wohl. Nix, Kali, nix. Ich habe nur dem Chat recht gegeben, als sie gesagt haben, dass du stinkst. Na, Großer? Jill hab schnell die Nachrichten wieder gelöscht. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Ach, der war mit dabei? Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault. Einen wunderschönen Abend, Katrin. Wie geht's dir? Katrin, vorhin war das Thema Möhren. Wie magst du die Möhren am besten? Bei Phantasia war es weich und gar, bei Kadi war es lang und hart. Sie erzählen alle von dir. Und nenn dich den Morbuljäger. Das sagen sie jetzt.
Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen, wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Mein Bruder, der Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn nicht? Das stimmt mit ihm ganz gewaltig nicht. Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Du bist auch stark genug, mein Junge. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen, vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Jetzt verstehe ich auch die Dialoge besser. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin dein Schild. Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Ja, das stimmt. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ja. Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgal. Mir geht's ganz gut, Katrin. Noch etwas krank, aber ansonsten gut. Und selbst? Wir sind jetzt also schon am Phönixtor. Schub aus der Hauptstadt. Nein. Ich glaube nicht. Na endlich. Hast wohl gekostet, was? Das trojanische Pferd. Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Was ist da los? Falls hier Leute unter 16 sind, dann seht genau hin. Ein klarer Stich und so funktioniert das dann. Ich habe mit 12 auch schon sowas geguckt. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Mann, das war doch nur ein Scherz. Also von allen, die hier jeweils schon was im Chat geschrieben haben, bin ich mir sicher, dass ihr nicht unter 16 seid. Oder hat mir vielleicht irgendjemand was von euch nicht erzählt? Nee, mein Stream ist ab 18 gestellt, deswegen kann ich solche Sprüche mir erlauben. Ihr wisst, dass ich ein gutes Vorbild bin. Alter, bring mal jetzt nur ein Stück Pizza. Nein. Wenn Jamila wirklich hier wäre und das hören würde, würde mir jetzt wahrscheinlich die Pizza ins Gesicht schmeißen. Das hört sich nicht so gut an.
Grüß dich, Yoko. Nee, das stimmt. Ist es auch nicht. Mein Stream ist ja auch sowieso immer ab 18 gestellt. Was? Kämpfen sich da Leute? Oh oh. Wir müssen schnell Joshua schützen. Verzeihung, mein Prinz. Ich bin's. Wait. Ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Wo ist denn... Folgt mir eure Hoheit. Wo sind wir? Wir spielen ihn jetzt? Oha! Geboren aus Feuer und Asche. Das ist cool. Das ist richtig cool. Lol, ich dachte, wir spielen nur Clive. Mensch, warum meldest du dich hier nicht? Mega. Auf ihn oder seine Fähigkeiten bin ich natürlich sehr gespannt. Wir folgen einfach mal unauffällig. Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon, eure Hoheit. Kommt. Miss Marvel, moin. Was geht, du Landratte? Miss Marvel, ich frage aus Sicherheitsgründen. Sind Sie schon mindestens 16? War das gerade? Ich habe gehört, hier geht es gleich ein bisschen brutal. Okay. Alles steht in Flammen. Zurück, euer Gnaden, der gehört nicht zu uns. Nein, das ist meine Pflicht. Magie. Bam, Alter. Itaga. Das ist ein Full Heal. Geil. Moin, Fapse. Der greift nur langsam an. Sie haben gelacht. Ein Sanbrekscher Soldat. Aber warum greifen Sie an? Ich muss zu meinem Vater. Dem es hoffentlich gut geht. Also ich will mal kurz meine Angriffe testen. Aber der muss sich danach ausruhen. Wir haben ja auch nur einen Slice und keine Combo. Ausweichen, das ist alles bei ihm so... Also schnelle Angriffe wie mit dem anderen können wir knicken. Mega, Miss Marvel, mega. Wo bist du, Vater? Sind die böse? Boah, aber in einem Feuerball sind sie gut lahmgelegt. Sind überall. Warum tut Sanbrek so etwas? Die sind verbündet. Das weiß ich noch nicht, Miss Marvel. Bisher nicht. Er ist krank. Ja, stimmt, er ist krank. Langsamer, mächtiger. Ja, ist auch noch jung, ne? Wie alt war er? 8? Warte mal, wir können da weitergehen, aber ich glaube, hier war noch ein Zeitweg, dem Rätselmeister Marty. Deswegen geht das natürlich nicht, ne? Aber gut, hier ist nichts zum Sammeln. Nimm das! Bam. Die Grafik ist wirklich anders wild, ja. Keine Kiste, ne. Oh nein. Das ist unser Homie. Ihm geht's nicht gut. Scheiße. Komm, Regina, wir haben die Fähigkeit. Heil! Der Phönix können mit ihren Tränen auch heilende Effekte
auslösen und ich denke, das hat was damit zu tun, dass er auch heilen kann. Das sind die Guten. Oh. Clive! Joshua! Komm her. Tyler, seid ihr... Nee, die Tierdokus habe ich das leider nicht gelernt. Dank seiner Hoheit. Harry Potter. Euer Gnaden, richtig. Lord Murdoch. Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Ich habe gerade an seinen Attacken gefallen gehabt. Weh, ich kämpfe wieder mit Clive. Oh, Hedwig. Mia los de lam, tu isa gelief. Nun flieg geschwind nach Rosalit. Okay, die kriegen jetzt eine Info. Oh oh. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Und er kann sich somit beweisen. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. Die könnten aber auch jetzt gemeinsam abhauen. Sind ja nur zu viert. Oder fünf. Ganz gut mit Marvel, ganz gut. Ich hoffe bei dir auch. Alles supi. So, hier soll es auf jeden Fall weitergehen. Wir sehen uns hier trotzdem kurz natürlich um, weil das wären sonst nicht wir. Aber wie es aussieht, gibt es hier kaum Wege. Wir werden die Leute hier ausrotten. Steinhaut-Tonikum. Wir können mal ganz kurz nochmal gucken, ob wir noch irgendwie was ausrüsten können, aber ich glaube nicht. Das waren nur diese Hilfringe, ne? Können wir noch Fertigkeiten? Wir haben 109 Punkte. Schnelle Fassung. Ja. Okay. Jetzt brauchen wir mehr Punkte. Wir haben nur 69. Shahu, grüß dich, guten Abend. Bist mein Phönix! Sind wir zu spät? Nice. Sind alle schon tot? Hier geht's weiter. Heiltränke? Nee, jetzt wieder ganz anderer Kampfstil.
Und da stehen sie alle da. Hauptmann! Ein Magier ist dabei. Dafür zahlen sie. Diese Barbaren. Halte uns den Magier vom Leib. Ich kümmere mich um die anderen. Alles, was ihr zu bieten habt. Das wäre geschafft. Verletzt? Wovon? Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Uff. Ich glaube, so schnell kommen wir nicht zurück. Nein, pass auf! Eins! Ich fordere euch zum Kampf. Ein kaiserlicher Dragoon. Du bist also der Schild hier im Segen des Phönix. Okay. Okay. Ich merke schon, auf den muss ich ein bisschen anders aufpassen. Halt still, verdammt! Scheiße. Nice. Scheiße. Nice. Nice. Richtig gut. Und WB, Yokumi. Und bleib wegen dem Internet. Geiler Kampf, geiler Kampf.
Ist er tot? Ich denke schon. Also haben sie ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen sie uns etwa erobern? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Clive, sieh her. Diese Scherben wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung! Auf dein Ross! Was ist das? Was hat er gesagt? Du musst auch reden, ich hab dich nie verstanden. Oh. Sebirot am Ende. Nein, das geht nicht. Torgal, da bist du ja. So ein Glück. Euer Gnaden, seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalith holen. Ihr müsst mir helfen. Bringt Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua. Was war das denn jetzt? Vater? Verzeiht euer Gnaden, das kann ich nicht zulassen. Oh, das sind unsere Hinterhältigen. Was? Ihr falschen Schlangen! Zurück, ich warne euch! Lauf, Joshua, lauf! Nein! Danke, Phönix. Der Phönix! Wer ist noch? Joshua! Mark Mörder! Das Blitze! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Alter, wie viele hier leiden müssen. Ich danke dir, mein Schutzengel. Helft ihr auf und geht. Bitte. Joshua, haltet durch. Yeah!
tu deine Pflicht! Du bist ein Schild! Clive? No way. Noch eine Espe des Feuers? Aber das ist unmöglich. Deswegen mussten wir im Trailer als Phönix gegen ihn kämpfen. Wer bist du? Wer bist du? Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Alter, das ist immer geiler, ne? Zielen ausweichen, ist klar. Ist man sogar mit Zielen. Ich konnte ihn nicht ausweichen. Alter, wie episch ist das denn bitte? Oh nein, nicht schon wieder! Das könnte schon das Story-Finale sein. So. Wir spielen eine Demo.
Komm her! Er hat nicht mehr viel Leben. Ich bin wahrscheinlich im Weg. Tut mir leid. Hey. Meine Flammen flackern, doch sie sterben nie. Oh, ich dachte schon. Alter, wie cool ist das denn? Das war richtig gut. Wir sind perfekt ausgewichen, jedes Mal. Phoenix hat Phoenix wieder in Zimmer. Imagine, du stirbst, weil Ifrit auf dir fällt. Krass, wie er aber seine Macht wohl doch unter Kontrolle hat, beziehungsweise wie gut er als Achtjähriger schon in seiner Esper kämpft oder kämpfen kann. Oh no! Scheiße. Also doch nicht gewonnen. Nein! Hör auf! Nimm die Hände von meinem Bruder! Hilf mir! Hilf mir, Kleist! Joshua! Hör auf! Hör auf! Ich weiß. Bitte! Bitte! Bitte auf! Wir hatten noch gewonnen. Meine Fantasy 7 mit Tifa und so war viel lustiger. Aber nicht so episch. Helft mir. Bitte. Alter. Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, Euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Was? Was noch tun, Hauptmann? Alter. Joshua war meine Welt. Diese Fotze, ne? Und nun ist er fort. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Das ist die Frau von unserem Mann. Verstehe. Gewesen.
Und das war ihr Sohn. Euer Gnaden, seht her! Clive lebt noch? Noch Fragezeichen? Ne, der wird noch leben. 13 Jahre später auch. Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Ausnahmsweise dürfte Beleidigungen gegen sie in den Chat schreiben. Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt. Er sei ein guter Soldat. An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Als ob ich jemals dir gehorchen würde. Platz. Nehmt ihn mit. Kopf hoch, Junge. Aus dir wird noch ein richtiger Soldat. Joshua. Krass, ja. Und das war jetzt erst der erste Teil, ja? Also, gerne. Ich habe zu danken für diese wunderschöne Geschichte.